Mein erster Schultag war enorm. Nur zwei, drei Stunden, dann darfst du heim. Schultüten fest im Würgegriff. Weil jetzt bin ich Schüler und hab Pfiff. Doch eines konnte ich nicht verstehen. Warum muss Mama wieder gehen? Lass mich da allein bei einer alten Frau. Bin allein, hab Angst wie Zau. Anders umgeh mit den Kindern. Sind doch keine Rinder. Anders umgeh mit den Kindern, mach Gesellschaft gesünder. Ja, so, das war mein erster Schultag, da habe ich einen Song drüber geschrieben, wo ich da so ganz allein dann war, drei, vier Stunden weg von der Mama, und das hat mir eigentlich einen ziemlichen Knacks verpasst. Und es wird auch Gegenstand meines neuen Kabaretts. Ich werde mich ein bisschen mit Schule und mit Schulsystem, mit Lernen, mit freien Willen, mit freien Gedanken beschäftigen, damit man ein bisschen einen Einblick kriegt, was ein Schulsystem möglicherweise außer der Idee, man könnte dort was lernen, noch so mit sich bringt. Und man merkt, dass die Mechanik und die Technik mit einem Flugzeug hier etwas störend wirkt. Das macht aber nichts. Ja, mein Leben war ganz einfach. Ich hab mich gefreut über alles Neue. Wollt es lernen, wollt es wissen, los halt mich. Ich wollt wissen, wie das Leben geht und warum die Sonne am Himmel steht. Wollt tanzen, zeichnen, rechnen, los halt mich. Los halt mich, los halt mich, wie ich bin. Ich mach's womöglich anders. Los halt mich, los halt mich, los halt mich, wie ich bin. Womöglich mach ich's besser, los halt mich, wie ich bin. Akustisch ausgeliehen von den Beatles mit Let It Be, habe ich einen Text darüber gemacht, wie mein schulisches Erleben so war und was ich dort so mitgekriegt habe, mit dem Appell natürlich, dass man die Kinder so sein lässt, wie sie sind, damit sie aus ihren Ursprungstalenten heraus das werden können, wessen sie gekommen sind. Also auch das wird ein Thema sein. Und ja, und da haben so verschiedene Sachen. So. Die Rohrs fangen an, wenn du auf die Welt kommst, dann ist mit dem Spaß vorbei. Du wirst lernen, wie man gescheit redet, sie sagen zu dir, dein Dei, du wirst größer, kannst schon vieles. Doch es ist ja noch nicht genug. Du willst Trainer, du willst fliehen, doch sie sitzen nicht vor dem Zug. Du willst alles wissen, willst Trainer, hast die ganze Welt im Kopf. Doch sie wohnen die und erziehen die und sie sitzen die am Topf. Und das Aha heißt jetzt Pepe und das Auto ist Brumm Brumm. Das Leben kann so schön sein, doch sie halten die für dumm. Ja, wir sind alle große Lichter und wir leuchten in die Welt. Und je mehr wir uns erkennen, umso länger brauchen wir's Geld. Wir öffnen unser Herz und transformieren alles im Scherz. Und schon ist vorbei mit all dem alten Kommerz. Also eine Lebensreise, die auch einen Blues beinhaltet, logischerweise. Aber ich habe natürlich auch Songs dabei, wie, ja, dass das Leben einfach schön ist. Und dass, wenn wir das annehmen, was da ist, und in die Zukunft schauen und dieses positive Gefühl mit in die Zukunft bringen, dann wird auf einmal... Und dann wird's Leben auf einmal schön und es kann so leicht hergehen. Das Leben wird dann so schön und dann wird's Leben auf einmal leicht, so leicht, so leicht, wenn man sich so erreicht. Das sich selbst erreichen in dem, was man tut, sein eigener Herr und Meister zu sein, anzunehmen, was ist, damit man dann das geben kann, wessen man da ist. All diese Dinge, die werde ich einbasteln in ein Kabarett. Das ist ursprünglich entstanden aus meinem Gedächtnistraining.
Ja, wir haben einen Gedächtnisweltrekord aufgestellt 2002 und daraus auch ein Kabarettstück entwickelt für Schulen und so weiter. Die wollten das nicht so gern haben, weil ich halt auch ein bisschen kritisch mit dieser ganzen Geschichte umgehe. Macht aber nichts. Vielleicht wollen sie ja die Eltern haben und die Elternverbände und die Montessori-Schulen und die Waldorfschulen und diejenigen, die einfach anders lernen als das reguläre, systemische, nennen wir es einmal, Erziehungssystem, um daraus systemkonforme Roboter machen mit einem Diplom oder einem Abitur oder solche Sachen, sondern dass diejenigen, die sich einfach mit dem spirituellen und urnatürlichen Lernprozess des Wesens Mensch beschäftigen, die haben da was davon. Und ich komme gern zu euch an die Schule und sage euch ein bisschen, wie man sich Dinge leichter merkt, wie man mit Enttäuschungen leichter fertig wird, wie man die Leichtigkeit des Lebens behält, vor allem für die Lehrer und für die Schüler und für die Lehrer und für die Eltern ist das sicherlich eine sehr hilfreiche Geschichte. Schüler oder junge Menschen gehen mit Enttäuschungen oder Ergebnissen, die nicht gemäß einer Vorstellung ausgefallen sind, viel, viel besser um wie wir Erwachsenen, weil wir einfach von der Angst besetzt sind und diese Angst uns wiederum dazu verleitet, diese Angst zu projizieren und weiterzugeben, wenn du nichts gelernt hast, dann kannst du nichts und wenn du nichts kannst, hast du keinen Job und dann musst du verhungern und das ist halt alles nicht so wahr. Also ich hoffe, wir sehen uns. Mein erster Schultag war enorm. Nur 2-3 Stunden dann darfst heim. Schultüten fest im Würgegriff. Oh, jetzt bist du Schüler, jetzt hast du Pfiff. Machen wir uns Leben leicht und wenn ihr Interesse habt daran, dass ich an eure Schule komme, in eure Eltern-Kind-Zentren komme, dann einfach melden. Ich mache einen Vortrag, ich mache ein Konzert. Ich spiele mit Kindern, ich kann auch ein bisschen zaubern und so. Also es wird sicherlich ein feiner Tag. Und einfach bei Maniolo melden, kein Problem, auf Facebook oder www.maniolo.com oder ihr schickt mir unter lensfriends@gmail.com eine E-Mail. Ja, ich setze mich mit euch in Verbindung und dann findet man sicherlich einen für beide Seiten sinnvollen, vernünftigen und gewinnbringenden Weg, wie wir miteinander was zu Wege bringen. In diesem Sinne, ab durch die Rinne, macht euch einen schönen Tag, habt es fein. Gehabt euch wohl und Servus.